Bohrst du noch? Oder klebst du schon? Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Sie kennen vielleicht die Situation, Sie haben gerade ein neues Eigenheim bezogen oder auch eine neue Mietwohnung und Sie sind eingezogen und denken, alles wunderbar, die Möbel sind drin, die Küche ist eingebaut, alles funktioniert, aber stellen dann sehr schnell fest, für die Fenster fehlt uns noch ein passender Sicht- und Sonnenschutz. Und jetzt hat man die Situation, beim Eigenheim sind neue Fenster verbaut oder in der Mietwohnung ist es eben auch nicht erlaubt, dass man die Fenster anbohrt, um den Sonnenschutz zu montieren. Und da stellt sich eben die Frage, was kann ich tun? Und diese Frage stellen auch oft unsere Kunden. Welche Möglichkeiten habe ich? Was sind die Vor- und Nachteile? Wie kann ich das Ganze montieren, befestigen und so weiter? Sicherlich gibt es Lösungen, wie hier beispielsweise unser großes Komfortrollo, gerade für große Fenster und Fassaden, die zwingend angebohrt werden müssen, auch aus Stabilitätsgründen, wo das also absolut sinnvoll ist, hier das Ganze mit einer Schraubenbefestigung zu montieren. Aber es gibt mittlerweile viele innovative Varianten, wie man das eben auch umgehen kann. Klassischerweise kennt man beispielsweise die Klemmträger, mit der das Rollo oder Plissé auf den Fensterflügel aufgesetzt wird. Da gibt es mittlerweile auch neue Formen der Klemmmontage. Und ganz modern ist mittlerweile die Montage zum Kleben. Viele denken jetzt vielleicht, kann das funktionieren, kann das halten und so weiter. Funktioniert das Ganze? Ja, definitiv. Und wir möchten Ihnen heute verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, wie so eine Klebemontage dann aussehen könnte. Ja, grundsätzlich haben Sie verschiedene Möglichkeiten zur Klebemontage. Beim innenliegenden Sonnenschutz haben wir zum einen die sogenannten Plissés oder die Aluminiumjalousien oder eben die innenliegenden Stoffrollos, wie man es hier auch erkennen kann. Und das Schöne ist, dass es mittlerweile bei allen drei Produktvarianten eine Klebemontage gibt. Und diese Varianten möchten wir einmal kurz vorstellen und auch die Vor- und Nachteile an der Stelle einmal aufzeigen. Ja, die erste Möglichkeit ist das sogenannte Glasleistenrollo. Vom Prinzip her wird das Glasleistenrollo auf den Fensterflügel aufgeklebt, ist hier mit seitlichen Führungsschienen versehen, die auch aufgeklebt werden, als auch der Kasten oben wird auf den Fensterflügel aufgeklebt. Die Glasleistenrollos werden auch sehr gerne als Verdunklungsmöglichkeit benutzt, so wie hier, wenn ich einen Verdunklungsstoff einsetze, dann wird eben der Lichteinfall seitlich durch die Führungsschienen und durch den Kasten oben entsprechend minimiert. Also das ist einmal ein wesentlicher Aspekt für das Glasleistenrollo, aber kann natürlich auch als Sicht- und Blendschutz verwendet werden. Häufige Fragen sind dann eben auch, zum Beispiel, kann ich diese Klebeleisten oder diese Führungsschienen auch wieder rückstandslos entfernen? Ja, grundsätzlich bei allen Klebevarianten kann ich zum Beispiel mit einem Föhn die Schienen oder die Kassette entsprechend erhitzen, den Klebestreifen, und dann lässt dieser sich wieder ablösen und mit einem Reinigungsmittel könnte man dann noch Kleberückstände entfernen. Bei dem Glasleistenrollo ist auch eine häufige Frage, wenn ich jetzt hier ein zu öffnendes Fenster hätte, wie jetzt hier mit einem Flügel, und ich würde den öffnen, ob sich das Fenster auch noch komplett öffnen lässt, weil natürlich das Glasleistenrollo hier einen gewissen Aufbau hat. Bei den Glasleistenrollos ist es prinzipiell so, dass die Kassette sehr flach ist, also sehr wenig aufträgt, sodass man das Fenster auch in einer Fensternische zum Beispiel noch sehr gut öffnen könnte, ohne dass jetzt hier der Öffnungsradius stark eingeschränkt wird. Also das wäre zum einen mal das Glasleistenrollo. Ja, auch bei innenliegenden Jalousien mit Aluminiumlamellen gibt es mittlerweile eine Klebevariante, wie wir hier sehen. Und hier wird die Jalousie direkt auf die Glasscheibe geklebt. Ich habe hier also eine maximale Flexibilität. Ich kann die Jalousie hier von oben und von unten bedienen, also hoch und runter schieben. Und hier über diesen Regler kann ich dann die Lamellen auch nochmal flexibel einstellen. Auch hier lassen sich die Klebeleisten bei einer Demontage wieder rückstandslos entfernen, wiederum heiß machen, abziehen, Kleberückstände noch mit Glasreiniger entfernen. Es kommt dann auch häufig die Frage, wie sieht das denn von außen aus? Im Endeffekt ist es so, dass Sie die Farbe der Klebeleiste, zum Beispiel weiß oder in Silber, eben an die Farbe des Fensterflügels anpassen können. Der Klebestreifen auf der Rückseite ist durchsichtig, sodass man
den Eindruck hat von außen, dass das einfach Bestandteil des Fensterflügels ist und dadurch fällt das Ganze auch optisch nicht besonders ins Gewicht. Also das wäre die Variante mit den Alu-Jalousien. Ja, und last but not least geht das natürlich auch mit Plissés. Wir haben hier das Plissé VS2 Slide Comfort. Und genau wie bei der Alu-Jalousie wird auch dieses Plissé mit Klebeleisten direkt auf die Scheibe geklebt. Was auch sehr komfortabel ist bei diesen Plissés, ist, dass die Bedienschienen auch seitlich in der Klebeleiste geführt sind. Also auch wenn ich das Fenster jetzt kippen würde, dann bleibt das Plissé hinten in der Glasleiste drin. Das Ganze trägt also sehr wenig auf, fällt nicht nach vorne und lässt sich auch sehr einfach handhaben durch diese durchgehende Bedienleiste. Das wäre also die Klebevariante bei den Plissés. Ja, auch hier die Frage häufig von Kunden, wie sieht das Ganze von außen aus? Also man sieht es hier, wie gesagt, dass der Klebestreifen durchsichtig ist. Und jetzt in dem Fall haben wir ein weißes Fenster mit einem weißen, mit den weißen Aluprofilen hier, sodass das Ganze sich einfach optisch auch an den Fensterrahmen anpasst und dann in der Gesamtansicht wiederum optisch nicht groß ins Gewicht fällt. Also so würde das Ganze von außen aussehen. Ja, eine weitere Frage, die häufig hier aufkommt, ist, kann ich auch mit solchen Klebeplissés einen Raum gut verdunkeln? Hier gibt es eine Speziallösung, die wir da empfehlen würden, und zwar mit den sogenannten Wabenplissés. Man sieht es hier, bei den einfachen Plissés haben wir diese Stanzlöcher. Das heißt, die Schnüre laufen hier durch die Stanzlöcher durch und natürlich durch diese Löcher ist ein etwas größerer Lichteinfall vorhanden. Bei den Wabenplissés wiederum, da laufen die Schnüre in den Waben und auch in den Schienen. Also wir brauchen hier keine Stanzlöcher. Und wenn ich jetzt hier einen Verdunklungsstoff nehme, dann kann ich auch mit einem Wabenplissé den Raum sehr gut abdunkeln, weil durch diesen Stoff überhaupt kein Licht hindurchkommt. Und eben durch die seitlichen Klebeleisten wird auch der seitliche Lichteinfall deutlich reduziert. Und das wäre also auch dann die beste Variante, wenn man mit einem Plissé ein Fenster abdunkeln möchte. Also das wäre die Empfehlung, hier Wabenplissés einzusetzen, wenn Sie im Schlafzimmer auch ein Plissé zum Kleben verwenden wollen. Ja, Sie können sich vielleicht vorstellen, dass die Produktion dieser Klebevarianten millimetergenau erfolgt, also ganz genau auf Maß. Und da ist natürlich dann auch wichtig, dass man diese Jalousien und Plissés richtig ausmisst. Für jedes dieser Varianten, ob Rollo, Plissé oder Innenjalousie, gibt es natürlich detaillierte Messanleitungen. Das Grundprinzip ist relativ ähnlich. Wir gehen hier immer von dem lichten Scheibenmaß aus sozusagen, also hier quasi von der Innenkante der Glasleiste bis zur Innenkante der Glasleiste. Die Glasleiste ist ja dieser Absatz hier, dieser Teil des Fensterflügels, wo eben die Scheibe gehalten wird. Das heißt, ich nehme immer prinzipiell die Breite der Scheibe oder auch bei der Höhe analog, inklusive der Gummidichtung. Und je nach Produktvariante muss ich dann gewisse Abzüge oder noch Zugaben vornehmen. Also das ist immer ganz entscheidend, das lichte Maß hier zu messen und je nach detaillierter Messanleitung dann noch entsprechende Zugaben oder Abgaben. Ja, das gilt es hierbei zu beachten, weil wie gesagt, das Ganze hier ganz exakt und millimetergenau dann hier auch auf die Scheibe dann positioniert und montiert wird. Und wenn Sie jetzt doch der Meinung sind, ja, kleben, alles schön und gut, aber ist nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt habe, möchte aber trotzdem die Fenster nicht anbohren, dann gibt es bei den Plissés noch eine sehr schöne Variante zum Klemmen mit einem sehr flachen Klemmträger. Wir nennen das den Klemmträger Slim. Das heißt, hier wird das Plissé auch auf dem Fensterflügel eingehängt. Die Vorteile bei diesem Klemmträger sind insbesondere, dass er eben sehr, sehr flach ist, sehr wenig aufträgt. Ich kann also auch hier das Fenster, wie auch hier in der Nische, sehr gut öffnen, da ist nichts im Weg. Das Plissé läuft auch sehr nah an der Glasscheibe entlang, also trägt auch hier sehr, sehr wenig auf. Ist sehr einfach zu montieren, Aufmaß auch gemäß den Anleitungen sehr einfach und intuitiv. Der einzige Nachteil bei der Geschichte ist eben, dass wir diese Klemmträger nur bei Fenstern einsetzen können, die auf der Rückseite eine Gummilippe haben, eine Gummidichtung, wo dieser Klemmträger auch dann eingesetzt werden kann. Beispielsweise kann es bei Holzfenstern passieren, dass eine Gummidichtung hinten nicht vorhanden ist und dann scheidet auch diese Klemmträgermontage aus und dann wäre auf jeden Fall die Klebevariante zu bevorzugen an der Stelle. Also das hier nochmal die Alternative,
wenn man tatsächlich klemmen statt kleben möchte. So, und wie montiere ich nun den ganzen Spaß? Wir zeigen Ihnen jetzt in einigen Zusammenschnitten, wie das bei den Rollos, Plissés und Innenjalousien zum Kleben jeweils vonstatten geht. Viel Spaß damit! Also fassen wir jetzt nochmal zusammen und vergleichen die verschiedenen Rollos, Plissés und Jalousien zum Kleben. Wir haben da mal eine Übersicht für Sie vorbereitet mit den einzelnen Varianten. Und man sieht hier zum einen die Montageart, je nachdem bei welchem Produkt wird es eben auf die Scheibe mit Klebeleisten montiert oder auf den Flügel mit Klemmträgern oder eben auch mit Klebeleisten, wie jetzt bei dem Glasleistenrollo, die Klebevariante auf den Fensterflügel. Wir haben einmal die maximalen Maße, was ist eigentlich möglich bei den Plissés, Rollos und Jalousien, das ist auch wichtig zu beachten. So, dann haben wir uns angesehen, welche Produkte eignen sich besonders zum Verdunkeln und da ist ganz klar das Glasleistenrollo auf Platz 1, eben wegen den seitlichen Führungsschienen und der Kombination mit dem Verdunklungsstoff und der Kassette eben oben auch. Wenn es um das Thema Lichtregulierung geht, haben Sie gesehen, ist natürlich ganz klar die Aluminiumjalousie vorne, einfach durch die Flexibilität, was die Einstellbarkeit der Lamellen betrifft und dass ich eben auch diese Jalousie von oben und von unten auf- und zuschieben kann wie ein Plissé. Was die Aufbautiefe betrifft, ist ganz klar das Plissé zum Kleben mit den Klebeleisten vorne, weil es wirklich sehr tief in der Glasleiste sitzt, direkt auf der Fensterscheibe und man da gerade zum Beispiel bei Schiebeelementen wirklich wenig Platz braucht. Was die Demontage betrifft, ist mit Sicherheit die Klemmträgervariante sehr, sehr einfach. Aber wie schon erwähnt, können auch die Klebeleisten wieder rückstandslos entfernt werden. Ja, und schließlich beim Thema schmutzabweisend, da kann man natürlich sagen, dass die Aluminiumjalousien am wenigsten empfindlich sind und diese sich auch am einfachsten reinigen können. Aber auch die meisten Stoffe bei den Plissés und Rollos sind feuchtabwischbar und auch für Feuchträume geeignet. Also auch hier gibt es gute Möglichkeiten, diese zu pflegen. Ja, ich hoffe, wir konnten Ihnen einen guten Überblick geben über verschiedene Plissés, Rollos und Jalousien, die es am Markt gibt, mit der eine Montage ohne Bohren und insbesondere auch zum Kleben möglich ist. Wenn Sie Fragen hierzu haben, melden Sie sich gerne bei uns per Mail an die info@rollomeister.de oder unsere kostenlose Hotline, die 0800 76 556 00. Das war's für heute. Viel Spaß beim Kleben. Machen Sie es gut. Ciao, ciao.